Der Wahlkampf wird immer härter, auch im Ruhrgebiet, wo ja, das wissen Sie, mehrere Bürgermeister Stimmung machen gegen den Solidarpakt Ost. Und Wolfgang Thierse fordert sogar einen Soli für das notleidende Ruhrgebiet, einen Ruhr-Soli also. Astreine Idee, meint auch unser Kollege Martin Sonneborn. Ich melde mich hier aus Halle-Neustadt. Schon mehr als 300 Milliarden Euro haben die alten Bundesländer sinnlos hier in den Osten gepumpt. Der Westen ist pleite. Jetzt sind die Ossis dran. Glück auf, Behrend. Wir kommen wegen dem Ruhr-Soli. Wollen Sie nicht irgendwas spenden? Ein Zeichen geben nach drüben? Den Leuten geht's elend. Behrend husten. Ja. Kumpel aus dem Ruhrgebiet. Ich hab mein Leben lang gearbeitet und was krieg ich Rente? Tritt den Arsch. Ja, mein Kind, da hast recht. Es ist so. Die brauchen Sie nicht mehr? Nee. Nein, das müssen wir. Können wir die mitnehmen fürs Ruhrgebiet? Ja, wenn ganz. Ja, gut, aber das kann man kleben mit Tesafilm, oder? Ach so. Ja, kann man. Okay. Haben Sie vielen Dank. Ja, und ich habe manchmal, ich schmeiß er weg, aber wenn wir auch so gar nicht. Mal ich lassen, ja, vielleicht können Sie es monatlich ins Ruhrgebiet schicken. Ein Päckchen so. Mit alten Schuhen oder alten Sachen. Haben Sie der Adresse? Ja. Ja, schreibe ich Ihnen auf. Und, geht's? Haben Sie vielleicht irgendwas? Ein paar alte Konserven? Abgelaufene Medikamente? Ja, abgelaufene Medikamente. Ja, was ist das? Ibuprofen, also Vivosaft und Hustensaft für Kinder. Hustenbehrend. Das gegen Staublunge und so. Danke. Soll ich Ihnen mal zeigen, wie es aussieht im Westen? Ja, ich hab's. Das sieht fast so schlimm aus wie in der DDR. Früher. Ja, so sieht das auch noch heute bei uns in Halle an manchen Stellen aus. Ja, das ganze Geld wurde vom Westen in den Osten rübergeschoben. Und deswegen ist das Ruhrgebiet so pleite. Während husten. Könnten Sie sich vorstellen, zum Beispiel einmal im Monat ein Care-Paket ins Ruhrgebiet zu schicken? Ja. Pro Monat Care Paket. Und was würden Sie zurückschicken ins Ruhrgebiet? Ostprodukte zum Beispiel. Ja. Was haben Sie denn da? Kati, Hallorenkugeln. Super. Das ziehe ich in den Sinn. Ja. Sommerrobben. Ach ja. Super. Stecken wir zwei Leute im Ruhrgebiet rein. Ja, können Sie gleich einen Bügel mitbehalten. Eine ganze Familie. Wir sammeln Spenden für das verarmte, ruinierte Ruhrgebiet. Ja. Da sind wir bei Ihnen an der richtigen Adresse. Ja, aber Spenden können Sie bei mir auch nicht kriegen. Aber was würden Sie denn einem Bürgermeister aus dem Ruhrgebiet sagen, der jetzt ein Ruhr-Soli einführt? Er soll mit der Regierung in Arsch treten. Aber jämmerlich. Und haben Sie gehört, wissen Sie, was das Schlimmste ist? Und das könnt ihr öffnen, das könnt ihr im Fernsehen zeigen. Diesen Vorrat, den Sie entlassen haben. Bundespräsidenten Wulff. Nee, ja, freilich. Den Arsch, da kriegt 200.000 im Jahr. Nordrhein-Westfalen kann aufatmen. Ostdeutschland lässt uns nicht im Stich. Behrend abbüßen. Und ein schönes Zeichen der Solidarität zwischen den Bundesländern.